Hallo und herzlich willkommen zur Folge 234 von Die Chroniken von Methana Archonus. Wir sind zurzeit des Nachts in unserer Lieblingsstadt und auch der einzigen Stadt in Archolos. Wir süffeln erstmal ganz kurz was hier aus dem Fass. Und bevor wir in die Kanalisation eindringen und da mindestens mal die neue Rattenart demolieren und auseinandernehmen, gehen wir mal kurz zum Meister. Denn Otgar hat vielleicht was Neues zu erzählen. Oh, da lässt sich gar nicht ansprechen. Ah, doch. Wir arbeiten schon eine Weile zusammen, Marvin, was? Ich erinnere mich noch daran, wie du reinkamst und kaum einen kleinen Dolch schmieden konntest. Und schau dich jetzt an, ein ausgezeichneter Schmied. Und so darfst du dich von nun an Schmiedegeselle nennen. Natürlich gibt es auch ein paar juristische Spitzfindigkeiten. Beispielsweise, dass du erst nach 10 Jahren als Geselle zum Meister ernannt wirst und erst dann ein eigenes Geschäft innerhalb der Mauern von Archolos eröffnen kannst. Das Gute ist aber, dass du jetzt ganz einfach bei einem anderen Meister lernen kannst, wenn du willst. Du warst wirklich ein großartiger Lehrling. Möge ich nicht noch mehr von wie dich nicht noch mehr wie dich haben, dann ey. Wir haben einen Gesellenbrief der Schmiedekunst erhalten. Ich war zwar etwas irritiert gerade am Ende, aber egal. Er hat keine neuen Waffen, das ist alles unser Kram, den wir ihm da verscherbelt haben. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob wir dem Jan Morscher Speerkanne haben. Destinkanne haben. Verkaufen wir den Brecher? Ja, noch nicht. Noch ist es noch nicht die Zeit dafür. Ansonsten irgendwie... Ja, die Klinge des Deserteurs. Ich weiß nicht, ist das... Das sind ja keine wirklichen einzigartigen Waffen per se, aber die mit einem schönen Namen und so, die würde ich schon gerne behalten. Und dann irgendwie, wenn wir unser Haus endlich haben, würde ich das da dann verpacken. So, wir haben 5 verdächtige Metzgerbeile, damit muss doch irgendwas noch zu machen sein. Hoffentlich werde ich das noch weiß, was man damit machen kann. So, ich kriege ein paar rostige Schwerter, bitteschön. Ah ja, Dolche, die haben einen relativ hohen Wert sogar. Ja, und die Kacke kannst du auch haben. Die schweren Äste werden behalten, die kann man ja eventuell noch gebrauchen. Wir gucken erstmal nach unserem Gesellenbrief. Also, Schmiedelehrling. Otgar hat entschieden, dass er mir nichts mehr beibringen konnte und hat mir den Titel eines Meisterschmieds verliehen. Leider liegt die Erlaubnis, eine eigene Werkstatt zu eröffnen, noch in weiter Ferne. Ich kann jedoch für einen anderen Meister arbeiten, ohne den Zugang zu Otgars Schmiede und Dienstleistung zu verlieren. Das heißt, tatsächlich können wir jetzt eine zweite Lehre beginnen. Zum Bleistift Alchemie. Das wäre eine valide Option. Jetzt gucken wir erstmal nach unserem Gesellenbrief. Wo ist denn der? Viel zu viel Scheiß dabei. Können wir das eigentlich schon... Nee, ne? Können wir noch nicht. Nee, da brauchen wir erst die zweite Stufe. Mann, haben wir viel Scheiß dabei. Was ist denn hier unten irgendwo? Tagebuchseiten. Wacht auf. Ein Haufen Bücher, ich habe gewonnen, bla bla bla. Noch mehr Bücher. Aha, da ist er, der Gesellenbrief der Schmiedekunst. Dieses Dokument bestätigt, dass ich die Lehre bei einem weiteren Meister beginnen kann. Ich erkläre hiermit feierlich, dass der Lehrling Marvin alle Kenntnisse des in meiner Schmiede gelehrten Handwerks erworben hat. Sein Pflichtbewusstsein und seine Lernbereitschaft sind bewundernswert und ich bin stolz darauf, ihm den Titel Schmiedegeselle zu verleihen. Gleichzeitig spreche ich ihn hiermit frei, auf dass er eine Ausbildung bei einem anderen Meister beginnt und alle Annehmlichkeiten, die mit einer Ausbildung bei mir verbunden sind, beibehält. Gezeichnet Schmiedemeister Otgar. Ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Otgar, jetzt haben wir eine Lehre abgeschlossen. Das heißt, wir können auch bald eine zweite beginnen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was wir hier noch herstellen können. Ich gehe erstmal bei den edlen Waffen vorbei. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Stopp. Das ist ja fatal. Und lasse ich so bestimmt nicht stehen. Da lade ich neu. Aus Versehen einen Armeespeer kredenzt. Das muss ja auch nicht sein. Wir könnten eventuell dann mal irgendwann schauen, was man in Massen noch herstellen kann. Ne? Weil wir können ja Waffen öfter herstellen als einmal. Ich will sie ja gezielt nur einmal herstellen. Hier. Aber das heißt, wir könnten gucken, welche sich am meisten lohnt. Ja, sowas wie, ja, die vielleicht unbedingt.
Hat einen Wert von 900, ginge eigentlich sogar. Also irgendwas, was wir als Massenware herstellen könnten, um sie dann halt so zu verkaufen. Und wir haben, wie ich sehe, gar nicht genug Gletscherquarz, um alles... Oder doch? Fehlt nur noch der Henker? Dann wird der Henker gebaut. Der gibt auf jeden Fall ein gutes Sümmchen. Aber beispielsweise hier, ja? Also gutes Beispiel ist sogar der Armeesperr, obwohl ich mich aus Versehen, wie gesagt, habe ich aus Versehen hergestellt. Wir könnten jetzt zum Beispiel nach einer Waffe mal schauen, die halt einen einigermaßen annehmbaren hohen Wert hat. Und so blöd das jetzt klingt, da wäre tatsächlich der Armeesperr noch am lukrativsten. Zähne haben wir eh genug. Keilerfälle haben wir auf jeden Fall noch so viele, dass wir 9 Speere herstellen könnten. Holz und Eisenbrocken sind sowieso kein Thema. Und Kohle können wir sehr einfach im Köhlerlager erwerben. Das heißt, wir könnten theoretisch so viel Kohle kaufen, noch zusätzlich, dass wir 9 Armeesperre herstellen könnten. Und die kann man dann für, was war es, ich glaube, 1/6 vom Wert verkaufen. Das nur so mal am Rande. Können wir uns mal vormerken. Aber erstmal will ich alles einmal hergestellt haben, bevor wir dann hier Massenware produzieren. Ah, doch, hier, da fehlen uns noch 3x Gletscherquarz, aber ja, das wird uns wenig Geld geben. Ich dachte, es gäbe noch eine dritte Waffe. Aber die haben wir wohl hergestellt. Es fehlt alles außer hier schief, aber wie gesagt, ob sich das so sehr lohnt, wir müssen ja auch nicht per se alles mal hergestellt haben, aber ich hätte es halt irgendwie gern gemacht. So, Meister, du kriegst jetzt noch den Henker von uns. Eine eigentlich recht nette Waffe, wenn man denn Zweihand spielen würde. Eine Waffe zu verkaufen, okay, zeig mal her. Da ist halt der Henker. Ansonsten haben wir nichts zu verscherbeln. Gut, dann kriegst du den Henker. Und ich krieg 950 Gold, genau. So, der Punkt ist, ich werde jetzt noch nicht eine zweite Lehre beginnen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, was sich da mehr lohnen wird. Ich bin nämlich immer noch im Zwiespalt. Entweder gehe ich zu Frieda, dann kann ich nämlich auch die ganzen Bogen verkaufen und verscherbeln, die ich dann herstellen kann. Also wie bei Otgar nur mit Fernkampfwaffen. Und da würden wir eine Menge Geld machen. Oder aber wir gehen halt zur Alchemie und können dann halt meisterhafte Tränke herstellen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob uns das ansonsten verwehrt bleibt. Ja, also wenn wir bei irgendjemand anderem genauso gut, jetzt bin ich hier gerade ganz schön runtergefallen, egal, habe die Katalysation. Wenn wir bei irgendeinem anderen Alchemisten auch das meisterhafte Handwerk erlernen können, ja, dann würde ich das sogar präferieren und dann, wie gesagt, noch den Bogenbauer machen. Weil wir dann, glaube ich, mehr Geld rausziehen können. Beziehungsweise, was auch noch eine valide Möglichkeit ist, um Geld zu machen, wäre tatsächlich der Schlosser. Da können wir dann nämlich Schatullen und sowas herstellen und halt auch für die Hälfte vom Wert verkaufen. Das würde sich schon lohnen. Das große Problem dabei ist halt, das hat halt ansonsten keinen Mehrwert. Ne? Also vielleicht kriegen wir dann auch eben Schlösser knacken und Taschendiebstahl oder so auf eine höhere Stufe, könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten halt nix. Wow, da ist jemand. Was bist du für ein Landstreicher? Herr, habt Erbarmen. Gebt etwas Gold. Ich brauche 25 Goldstücke. Ja klar, hier, nimm diese Münzen. Vielen Dank. Und nochmal 50 EP mitgenommen. Und 30 Gold mitgenommen. Ja, ist hart, ich weiß, aber man kriegt im Leben nichts geschenkt. Na, also ich bin mir ein bisschen überlegen, was wir mit unserer zweiten Lehre anstellen, was da wohl am sinnvollsten wäre. Da bin ich so ein bisschen am Überlegen. Der Metzger, würde ich sagen, fällt raus, auch wenn man vielleicht gutes Geld damit machen könnte mit den ganzen... Ich dachte, ich hätte was gehört, aber es sind ein bisschen Hintergrundgeräusche. Also mit den ganzen... Da liegt ja jemand. Das hat man schon, ne? Genau, ist einfach nur irgendeine Leiche. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das ganze Fleisch kann man bestimmt sogar lukrativ verkaufen, also für eine Menge Gold. Nur müssen wir das halt verwerten können. Ne? Also das Fleisch ist halt auf jeden Fall, also nicht vielleicht nicht alles, aber das meiste hat halt eher einen anderen Zweck. Ja, also einmal, dass wir halt irgendwelche, da wieder ein Wurm, sehr gut. Zum einen, dass wir halt damit Nahrungsmittel herstellen. Zum Heilen gegebenenfalls, ne? Ist ja vollkommen klar. Und eventuell, um halt die Stats zu boosten. Und das ist halt vor allem der wichtigste Aspekt hierbei. Deswegen können wir zum Beispiel Keilerfleisch nicht verkaufen.
Das ist absolut indiskutabel, es wird nicht gemacht. Das kommt nicht in die Tüte. Tatsächlich gibt es ein paar neue Gegner in der Kanalisation, wenn auch nicht viele. Wobei jetzt auch, wenn man ein Froschmensch auftaucht, der durch die Gegend hüpft, wie es scheint. Warum auch immer. Aber hier hinten ist auf jeden Fall, wie gesagt, wieder ein bisschen Action los. Und die sind mittlerweile natürlich gar kein Thema mehr. Generell bin ich mal gespannt, was wir jetzt so in der offenen Welt alles so entdecken dürfen. Ja, ob da auch stärkere Gegner aufgetaucht sind oder ob da überhaupt neue Gegner sind. Die Winde hier ist leider kaputt. Hatten wir diese Leiche schon? Hatten wir nicht. Das heißt wiederum, dass es gut möglich ist, dass hier keine neuen Gegner gespawnt sind, sondern dass ich einfach noch gar nicht hier gewesen bin. Ha! Ja, Mensch. Ja, das ist natürlich eine Überraschung. Das würde auch erklären, warum nur an der Stelle hier Gegner vorzufinden sind. Ja, Mensch, die Kanalisation immer wieder eine Überraschung wert. Ich könnte mir mal eine Karte. Wobei gibt es eine Karte von der Kanalisation? Ich glaube ja. Und die ist wirklich größer, als ich dachte. Vor allem ist sie sehr verschlungen. Es gibt ja genügend Ausgänge, deswegen. Man braucht jetzt nicht irgendwie die Angst haben, dass man sich verläuft. So, hier geht es auf jeden Fall runter. Ja, krass, dass wir das da eben aber übersehen hatten. So schnell kann es gehen. So, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ja wieder in den unteren Gefilden, diese Ratten. Die sind bestimmt da, wo Verzweifelter. Oha. Verzweifelter, was? Mensch, der uns angreift? Vermutlich. Oder vielleicht. Sehr starkes Gift. Seite aus dem Tagebuch eines verzweifelten Mannes, die ich bei einem Mann fand, der sich selbst durch das Trinken eines Giftes tötete. Okay, also wir haben jetzt sehr starkes Gift dabei. Vielleicht können wir das für irgendwas noch benutzen, wer weiß. Wer weiß. Es wird wirklich Zeit, dass wir ein paar dieser widerlichen Gegenstände loswerden. Diese ganzen Bücher und Zettel. Die braucht kein Mensch. 100 EP. Alles ist verloren. Innos habe ich etwas falsch gemacht. Ich habe immer deine Gebote befolgt. Habe nie einen Besuch in der Kirche versäumt. Und habe Spenden geleistet, die meinem Geldbeutel angemessen waren. Warum musstest du mir das alles wegnehmen? Was habe ich falsch gemacht? Meine Geliebte, mein Zuhause, du hast alles in Flammen aufgehen lassen. Ich verfluch dich, Innos. Du und deine Flammen. Die Strahlen deiner verdammten Sonne werden mich nie wieder berühren. Weder werde ich hier länger wie eine Ratte leben, noch habe ich die Absicht, anderen Menschen zu schaden. Es gibt keinen Ausweg für mich. Ich gehe dorthin, wo meine Geliebte jetzt ist. Ich wünschte, ich könnte ihr Gesicht wenigstens noch ein einziges Mal sehen. So, und jetzt ist es sehr dunkel. Ich hatte erst schon die Befürchtung, dass vielleicht irgendwas passiert ist und wir jetzt irgendwie entführt werden. Also wenn man dunkel wurde, dann dachte ich, oh, jetzt kommt irgendeine. Aber nee, war nix. Habe mich getäuscht, es ist einfach nur das Licht ausgegangen. Und wie gesagt, auch hier wieder ein Zufallsevent von jemandem, der sich jetzt halt einfach hier in der Kanalisation das Leben nahm. Huch, und hier geht's auch wieder raus, ich Depp. Ich dachte irgendwie, da ging es weiter runter, ich blöd war. Natürlich geht es ja wieder. Das ist ja quasi der geheime Eingang, Schrägstrich Ausgang. Oh, hallo. Hier ist einfach mal ein stacheliger Alligator gespawnt. Aber gut so, weil ich meine, den hätten wir ja so jetzt nicht unbedingt angegriffen. Oder erledigt. Oh, Karte der Kanalisation. Ja, Mensch. Wäre ich doch nur ein wenig aufmerksamer gewesen, hätte ich das schon direkt bemerkt, als ich das erste Mal hier bin. Ein Trottel, wie er im Buche steht. Ja, da, aber die Leiche war aber. Stopp, stopp, die müsste da nicht gewesen sein. Also, mir war es sehr dunkel und ich habe überhaupt nichts gesehen. Oder aber, der war hier nie. So, das ist natürlich jetzt das Schöne. Jetzt haben wir hier so einen Weltwechsel. Dementsprechend ist auch das Licht wieder aus. Liegt der verzweifelt immer noch, wenn ich jetzt hier. Komm, wir gucken mal.
Jetzt können wir ja nachschauen. Jetzt haben wir ja eine Karte. So schnell kann es gehen. So, Karte der Kanalisation. Oh, wir selbst werden sogar drauf eingezeichnet. Das finde ich natürlich super. Ja, ist jetzt gar nicht so komplex, wie ich erst dachte. Also ein bisschen ist natürlich schon, ne, ein bisschen wirrwarr, aber geht noch. Das geht noch. So, man sieht die Ausgänge. Ist hier direkt auch einer? Okay, geht's aber nicht. Kann man hier die Winde? Ne, die ist kaputt. Natürlich so eine Sache, dass hier oftmals irgendwas kaputt ist. In dem Saftladen hier. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt auf die Suche machen. Nach, genau, zweite Etage. Die ist hier aber nicht drauf. Ja, doch, so ein bisschen ist sie drauf verzeichnet. Es gibt zwei Wege nach unten und einen normalen Weg. Das müsste der da oben sein. Aber den Rest müsste man, wie gesagt, eigentlich abgeklappert haben. Da dürfte es nichts mehr zu sehen geben. So insgesamt. Wie gesagt, ich will jetzt ja auch hier nur ein bisschen rumeiern, weil ich, naja, eigentlich auf der Suche bin nach dem Kopfgeld. Aber umso schöner, dass man nochmal eine unberührte Gegend direkt gefunden hat. Gefällt mir. So. Armbrust können wir auspacken. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt hier die Karte öffne? Dann passiert gar nichts. Ne, weil das ist jetzt hier. Ja, also auf der Karte ist nur die obere Ebene. Höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir haben ja schon sowieso die Information, dass sich die Ratten im unteren Bereich, im tiefen Bereich der Kanalisation aufhalten sollen. Dementsprechend müssten die hier irgendwo sein. Der Teil hier ist ja auch gar nicht so groß wie der andere. Da geht's. Ah, da ist eine kranke Ratte. Oha, die halten gut was auf. 900 eben. Ach du Scheiße. Gut, dass die dritte da hinten ein bisschen festbackt. Das kommt mir gerade eigentlich ganz recht. Dann wird da nochmal ein bisschen Keiler-Ragout reingeschaufelt. Da kommt es schon. Das Drecksvieh. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir. Ah, scheiß die Wand an. Ich werde nochmal ein paar Schritte zurückgehen müssen. Weil uns das Vieh sonst einfach umbringt. Also blöd es klingt. So, gehen wir nochmal kurz hier einen Schritt zurück. Das Vieh ist uns nicht gefolgt. Wir süffeln mal oder Nesselsuppe hinterher. Fressen noch mal ein paar Apfelkuchen. Und noch einen von Marthas Eintopf, weil die sind relativ stark. Die bringen gut was. Den Bolzen von uns nehmen wir wieder mit und jetzt töte ich das letzte Drecksvieh. Dadurch, dass die halt so eine Giftwolke beim Tod versprühen, ist das halt ein bisschen unpraktisch, nenne ich es mal. Vor allem ist das große Problem, dass ich jetzt, ja, die Leichen vergeigt habe. Von den Viechern. Aber das Einzige, was mir dadurch durch die Lappen gegangen ist, sind zweimal das Fell einer kranken Ratte und das ist mir eigentlich relativ egal, hoffentlich. Ich denke mal, dass mir das egal ist. Auf jeden Fall. Huch, falsches Ding hier. Sind die kranken Ratten in der Kanalisation Geschichte? Und ich gehe mal auch schwer davon aus, dass ich jetzt hier nichts mehr befinden sollte. Also hier, wie ihr seht, ist nichts groß nachgespawnt. Hier sind nur die kranken Ratten jetzt und halt eben der Teilbereich, in dem wir wohl doch noch nicht waren. Ansonsten ist ja nichts Neues. Ne, nirgendwo sind Gegner. Sei es in Kapitel. Ah! Achso, das sind nur die Landstreicher. Die hatte ich aber eh schon mal alle niedergeprügelt. Und bei denen ist ja auch nichts Neues, ne? Genau, den können wir nicht bestehlen. Jetzt verstehe ich auch die drei Stufen. Es wird auch drei Stufen bei Dingen geben, beim Taschendiebstahl, ne? Also einfach, schwer und unmöglich. Also erlernt, erfahren und gemeistert. So, aber den hatten wir noch nicht. Wie gesagt, wir können die Leute einfach mal umprügeln, warum nicht? Und der hier. Und die anderen hier hatten wir ja schon längst. Die geben keine EP mehr, ne? Testweise. Ah, ne, die hatten wir. Umbringen müssen wir keinen. Das ist ein bisschen arg. Muss nicht sein. Gut, das heißt, wir hatten das jetzt, was ich in der Kanalisation machen wollte, damit erledigt. So, lass mich ganz kurz mit dem Gilles sprechen hier.
Der guckt mich an, ist ein bisschen enttäuscht von uns, das kann ich verstehen. Und beklauen können wir ihn immer noch. Das ist natürlich gut, so muss es sein. Das heißt, wir können hier wieder hoch. Das müsste ja quasi die zweite Möglichkeit nach oben sein, hier hinten. Jetzt wird es wieder arschdunkel. Ja, sollte man für irgendeine Waffe drei Fälle von kranken Ratten benötigen, ich habe jetzt nur eins, dann werde ich sehr laut weinen. Ansonsten haben wir jetzt aber hier eigentlich alles optimal lösen können. Hier sind wir ja auch nochmal zwei Froschmenschen und sowas dabei, damit wir nochmal umlegen konnten. Das war doch ganz nett. So, und hier geht es doch auch schon direkt in den Hafen raus. Perfekt. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns hier am Hafen nochmal kurz um, ob hier groß was Neues ist. Das kann ja auch gut sein. Aber ansonsten würde ich die Auktion mich erstmal darum kümmern wollen. Und wie gesagt, eine zweite Lehre. Ich werde es nicht vergessen. Ich überlege nur, was da am sinnvollsten wäre. Also ich würde jetzt für Alchemist plädieren. Aber nur, sofern ich halt eben die Meister-Alchemie-Kunst ansonsten nicht erlernen könnte. Ansonsten wäre das mit dem also Bogenbauer bei Frieda wahrscheinlich auch keine allzu schlechte Idee. Und wie gesagt, Metzger fliegt eher raus. Und Schlosser fällt höchstwahrscheinlich raus. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und schauen uns hier wieder ein bisschen um. Bis dahin. Tschüss.